For generations you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. Twisted crusade they have begun to transform the scattered colonies into an empire, to see that the Tenno, hidden and asleep, will never awake. Very good, Colt. Ja, servus Leute, Knochen wieder hier, Mahlzeit ihr Schlawutzkis. Heute zocke ich ein bisschen Warframe. Das ist ein FPS-MMO. FPS-MMO, ja, ich glaube, das ist ganz richtig. Futuristisches natürlich, das heißt, es ist jetzt nicht hier Counter-Strike, Abklatsch oder dergleichen. Ich habe das gestern schon mal kurz angespielt, hatte aber ein Problem ab einem bestimmten Punkt. Ist es einfach abgeschmiert. Also da war so ein Glitch, wo ich einfach durch den Boden gefallen bin. 2 Sekunden und dann immer wieder oben gelandet und wieder durch. Also es ging die ganze Zeit so, es hat sich nichts verändert. Ich guck mal kurz, was das hier ist. Hier kann man gar nichts machen. Ich hatte gestern mit dem Excalibur angefangen. Hier sieht man die ja, Mac, da steht alles noch beschrieben. Ich hatte, ja, Excalibur hatte ich gestern geschrieben, oder? Oder was ihr wollt. Nee, Excalibur. Das war derjenige, den ich gestern gespielt habe. Das war so wie ein Mini-Tutorial, aber ich konnte es nicht abschließen. Ich bestätige jetzt, jetzt kommt noch ein kleines Video und das ziehen wir uns erstmal rein. Wake up, Tenno. I see the Lotus has tried to wake you. Pity. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I'm surging your Warframe's power systems. Und es geht sofort los. Das wusste ich gestern nicht, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Für mich ist das ungewohnt, weil ich bin halt überwiegend ein Klicker und muss halt jetzt mit den Tasten hier 1, 2 und dergleichen hier spielen. Irgendwo ist hier noch einer, oder? Ja, ja. Und ihr seht schon, ich verklick mich hier ständig. Die sind ja offensichtlich noch ziemlich einfach. Hier ist noch einer. So, die Waffe kann sich auch entladen. Shit. Waren hier so viele am Anfang? Kann mich gar nicht erinnern. Ist ja schon fast 24 Stunden her. So, man kann Gesundheit ansammeln. Das sind diese roten Pünktchen da. So. Warframe-Fähigkeit. Ich muss wohl die ganzen Teile durchspielen. Gehe ich mal von aus. Jetzt habe ich... Irgendwie habe ich mich verklickt. Was habe ich geklickt hier? Die Gesundheit ist voll. Man kann durch Drücken der C-Taste... ja. Ich habe mich irgendwie verklickt hier. Okay, jetzt laufe ich wieder normal.
Für was ist die Taste? Gegenstände, Mod, Statistiken, okay. Weiß ich Bescheid. Ja, hier gibt's wohl irgendwie. Also für mich ist das ungewöhnlich, so zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann hier auch Sachen einsammeln. Halte Schiff zum Sprinten. Und zum Springen. Whoop. So, hier liegen Sachen. Das ist ein so ein Bo, also so ein Kampfstock. Und ich hatte die Klinge hier. Das ist die Sekundärwaffe später. Die Pistole, die ich dann hatte. So, jetzt habe ich das Ding hier. Das ist hier, wenn man jetzt keine Feuerwaffe trägt, ist das Abwehren, also Blocken. Und ansonsten wäre das Anvisieren, also Zielen. Also man sieht, es geht ganz schön ab. So, ich soll eine andere Waffe benutzen, die ich nicht habe. So, jetzt sagt er mir Pistolenmunition voll. So wie man sieht. Er kämpft auch nicht mehr in dem Sinne. Der blockt halt nur noch ab. Nahkampfgriff mit E. So. Ui. Das ist ja relativ brutal. Das wusste ich gestern nicht. Ich habe das gar nicht gesehen. Ehrlich gesagt. Schrotmunition voll, okay. Aber gut zu wissen. Also das hier habe ich gestern gemacht. Left Control zum Kriechen. Also Sturmsoldat. Ach, Control. Ja, habe ich mich verklickt. Für mich ist das ungewöhnlich, so viel mit Tasten zu. Ich sag's ganz ehrlich. Tut mir leid, wenn es jetzt hier ein bisschen. Aber das war natürlich jetzt ziemlich cool, muss man ehrlich sagen. Ich habe gestern nämlich auch ein paar Problemchen gehabt, weil ich hier nicht weitergekommen bin. So, die Waffen sind da oben. Bei dem Herrn hier. Mit dem habe ich gestern ein bisschen länger kämpfen müssen. Weil ich diesen Nahkampfangriff nicht machen konnte. Oder beziehungsweise nicht wusste, wie ich ihn mache. Lato, das war die Waffe hier. Aufnehmen mit X. So, das ist eine Sekundärwaffe. Wie man sieht, ich kann hier jetzt zielen. So, das hatte ich auch aufgenommen. Das sind, das ist irgendeine so eine Wurfwaffe. So, hier gibt es nichts weiter. Es ist wirklich cool gemacht, aber es kommt ja leider auch gleich wieder die Stelle, wo ich dann verendet bin. Wie war denn das gestern? Mit X ist gleichzeitig auch nachladen, wenn man nicht gerade vor allem eine Waffe hat hier. Gut, ich bin noch gut am Zielen. Auch nur, weil ich gar nichts besser kann. Also ich meine, die sind noch nicht so schwer hier. Das war's. Ja, ich verplapper mich ein bisschen immer, wenn es... ich bin nicht so gut multitaskingfähig. Immer wenn hier einiges zu tun ist. So, hier lag glaube ich nichts. Ich denke, ich habe alles aufgesammelt. Hier kommt gleich leider so eine Stelle, wo ich gestern, wie gesagt, verendet bin. So, nachladen brauche ich nicht, denn es ist schon nachgeladen. Ne, an den Dingern bin ich noch vorbei, ohne dass was passiert ist. Gut durchgeschlittert hier. Und irgendwo hier gestern müsste gleich kommen, die geht automatisch auf, das weiß ich noch. Hier vorne bin ich einfach runtergefallen. Oh, ich bin heute mal weitergekommen. Tippe E für schnellen Nahkampf. Brauche ich jetzt hoffentlich erstmal nicht. Ich frage mich, was das für Dinger sind da. Das sieht schon ziemlich cool gemacht aus, aber wie gesagt, mit den ganzen Tasten, das ist für mich noch zu viel. Ich werde natürlich weiter üben.
ist das Extraction-Ship. Shit. Ist das jetzt so eine Art Boss hier, oder? Was ist denn nun los? Komme ich hier noch rein jetzt oder ich weiß nicht, was ich machen soll? Welche Konsole denn? Ach, irgendwo da oben. Scheiße. Hier ist die Konsole, hier ist die Konsole. Wie benutze ich sie? Wie? Der will mich verarschen. Da war doch diese verkackte Konsole. Ich bin gleich tot. Mit ziemlicher Sicherheit. Und ich weiß leider nicht, wie man diese blöde Konsole benutzt. X, X stand doch da. X, ich benutze doch X. Also irgendwie ist das blöd gemacht hier. Da ich ja X benutzt habe. X. Oh Gott, ist das blöd. Das ist ja blöd gemacht. Man darf gar nicht so weit davor stehen und dann ansonsten geht das nicht. Oh, okay. 150 Meter. In welche Richtung auch immer. Oh, hier lag auch noch was. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier durch kann. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es scheint nicht richtig. Hier von irgendwo wird auch geschossen jetzt. 117. Ich glaube, ich muss hier durch. Aber interessant ist auch, dass er nach hinten guckt und so. Ja, ich weiß natürlich. Ich stelle mir gerade vor, wie Leute, die dieses Spiel schon kennen, wie die hier durchgucken und sie sagen, Alter, der kriegt ja gar nichts gebacken. Aber wie gesagt, ich bin gestern gar nicht so weit gekommen. Jetzt zum Beispiel sehe ich nicht durch, wo ich lang muss. Auch blöd für mich. Ich sehe nur, dass hier geschossen wird. Gibt's hier, was ist mit M? Hier gibt's eine Karte. Oh, shit. Hier gibt's auch nichts weiter. Ich muss ja irgendwie da lang. Kann ich hier raus? Also ich kann hier raus, aha. Okay, jetzt ist er runtergesprungen. Gut, hier lang irgendwie. Und hier wieder durch. Und irgendwie wieder hoch. Irgendwie muss ich hochkommen. Muss ich echt nochmal hoch jetzt? Wow! Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich muss wieder hoch. Ich muss auf diese blöde Plattform. Scheiße, wo kam der denn her? Gut, der hat irgendwas fallen gelassen. Wo ich nicht weiß, ob ich das benötigen werde. Oh, shit. Ich glaube, ich bin relativ richtig hier jetzt. Das sah ganz gut aus. Okay, also Melee ist auf jeden Fall ziemlich brutal, ziemlich cool eigentlich. So wie ich das gerade gesehen habe. Endlich habe ich den richtigen Weg gefunden hier. Ja. Oho. Muss ich hier irgendwie rüber? Ich denke, ich muss da rüber. Doppelsprung, drücke, bla bla bla, während du dich in der Luft befindest. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse so eine Sachen.
Aber ich gehe davon aus, ich muss darüber, oder? Okay, das habe ich schon erstmal geschafft. Die Frage ist nur, muss ich hier rüber? Ist das richtig hier? Was ist denn da oben? Ich meine, sieht schon cool aus, wirklich cool. Ich weiß nicht, ob ich so weit rüberkomme. Da ist noch so ein Ding. Ich muss erstmal kurz gucken, wo würde ich landen? Irgendwo da unten. Scheiße. Okay, ich probiere es jetzt. Nein! Das war es gestern. Ich bin irgendwo abgeschmiert. Das war nämlich auch so. Da wurde es kurz schwarz und dann bin ich wieder oben gelandet und dann wieder. Bewege dich. Ach man. Scheiße. Bewege dich zur Wand gerichtet, während du Space drückst. Ach, guck dir das an. Ach! Das ist ja simpel. So, jetzt bin ich auch gleich da. Gut, ist alles noch nicht so schwer, die sind alle Rang 1, so wie ich auch. Guck mal, hier bist du. Ein Bogen! Wähle Primärwaffe. Obwohl die Brater. Ja, so ein Bogen wäre natürlich schon geil, aber ich glaube, ich nehme die Waffe. Ich bin irgendwie so ein Waffentyp. Man kann leider keine. Nicht alle aufnehmen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass eine Art Mine da. War cool, wie das Blut da gesplattert ist gerade. Gut, ich könnte mich natürlich auch ducken, klar. So, würde natürlich auch erstmal helfen. Viele kommen wohl irgendwie wohl nicht damit klar, habe ich gelesen, dass sie bei schnelleren Geschwindigkeiten dieser Blur-Effekt hier sich einstellt. Ich glaube, das Blaue. Ich glaube, das Blaue ist meine Rüstung. Gehe ich mal stark von aus. Hier irgendwo schießt noch einer da unten. Komm her, du Vogel. In den Rücken geschossen. Ich glaube, es macht auch was aus, wie man sie trifft. Gewehrmunition 20. Das ist notwendig. Ich glaube, man kann hier auch nicht abspeichern oder so. Ich gehe davon aus, weil gestern dieser Glitch und ich das Spiel über den Taskmanager schließen musste, dass ich überhaupt deswegen drücke F kurz, um zwischen den Waffen zu wechseln. Kick dir das an! Und wenn ich jetzt nochmal drücke, müsste das Schwert kommen, oder? Ne, wo kommt das Schwert? Ach, das Schwert ist jetzt nur für den Nahkampf hier. Ist ja geil. Halte F zum Nah- und Fernkampfwechsel. Ach, kick dir das an! Ist ja der Wahnsinn. Aber gut zu wissen. Okay, aus der Entfernung treffe ich ihn leider nicht. Schnell mal nachladen. Ich würde sagen, wir gehen einfach vor jetzt hier. Wo war denn der Typ? Der war irgendwo da oben. Da steht ja noch einer. Was ich noch sagen wollte, das ist überwiegend, so wie ich das gesehen habe, soll es wohl später eher so ein. Oh, hier. X. Ach, er hackt jetzt hier. Das ist eher so ein
Koop-MMO, also über so ein Koop-FPS mit, ich weiß nicht, ob da auch noch, muss ich irgendwas machen? Im richtigen Moment hier die Space-Taste drücken. Okay. Wer ballert hier die ganze Zeit rum? Der da. Okay, verteidige das Schiff. Ah! Das heißt, ich muss hier wieder hoch und runter, hoch und runter. Eigentlich muss ich hier beim Schiff bleiben, würde ich sagen. Da holt gerade einer. Okay, wo ist er? Wo ist er? Jetzt bin ich minimal irritiert da. Grenzlaut Hubbelipupp. Mein Schiff müsste gleich aber wieder bereit sein. Ich gehe davon aus, dass man hier noch, dass hier noch einer schießt irgendwo. Oh, Teil 8, Flucht, alles fertig. Ja, ich habe mich ein bisschen langsam angestellt. Normalerweise, ich habe schon länger keine FPS gespielt, muss ich auch noch dazu sagen. Abgesehen von Warthunder, weil es so eine Art FPS ist. Und er verabschiedet sich. So, das ist jetzt der Ladebildschirm. 48 Tage bis zum nächsten Meilenstein. Okay. Aha, das habe ich jetzt alles noch nie gesehen. Ich habe Geld irgendwie erhalten. Hier ist irgendwas. Täglicher Tribut. Oxium. Forstpreis. Wo befinde ich mich hier? Das ist wohl sowas wie meine Basis. Ich muss jetzt davon ausgehen, dass meine Basis ist. Mich würde natürlich interessieren, wie speichert man ab? Werde ich gleich mal machen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, welche Grafikeinstellungen hier jetzt gerade eingegeben sind. Schiffsfunk aktivieren, reaktivieren. Muss ich das machen? Ich lasse das erstmal. Und gehe mal woanders hin. X-Scanner aus. Also ich lasse ihn mal an jetzt. Aber es sieht schon echt cool gemacht aus. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung von wann das ist. Segments installieren, das machen wir jetzt. Arsenal. Klingt gut. Klingt gut. Arsenal klingt gut. Standardausrüstung, Aussehen, Fähigkeiten. Aha. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil es hier die ganze Zeit Emotes, was soll ich damit? Radialer Speerwurf, erhabene Klinge, was hat denn der alles? Ha! Excalibur Helm, kann ich das irgendwie verändern? Ach hier! Ich kann mir Sachen kaufen, allerdings fehlen mir dazu diese Dinger hier, wie heißen die? Sagen wir mal Credits, mir fehlen also die Credits dazu. Okay, wie komme ich jetzt wieder zurück? Spiele einladen? Ne, ich will gar keinen einladen. Interessant, da findet man das schon mal zurück, hier. Und hier will ich auch nochmal zurück. Verzierungen. Primär Farben. Ich kann mir Farben aussuchen hier. Offensichtlich. Klassisch. Könnte ich mir ins Rot vielleicht. Das ist für die Waffe, oder was? Ich
Keine Ahnung. Ja, jetzt ist es so. Ich glaube, ich muss irgendwie generell noch öfter mal hier reingucken. Zufällige Auswahl. Ne, ich will erstmal zurück. Ausrüsten. Meisterschaft zu niedrig. Ah, Rang 5 sein. Hier auch Rang 5. Attica. Braton ohne Rang. Und hier ist ein Braton mit Rang. 25.000, ich habe 3.000. Das kostet wohl alles noch ordentlich Kohle, aber man sieht, hier gibt es wirklich viel, viel, viel Waffen, viel zu entdecken, auf jeden Fall. Ich habe ja vieles noch gar nicht verstanden hier, ehrlich gesagt. Aber ich werde öfter mal zocken und wenn ich ein bisschen weiter bin und ein bisschen mehr Erfahrung hier habe, dann werde ich dementsprechend auch mal Bescheid geben, noch ein Videochen machen. Und mal gucken, was ich hier noch so alles entdecke. Wie ich gerade sehe, ja, Platinum hat einer geschrieben, man kann hier ein Platinum-Account, sowas wie ein Premium-Konto, denke ich mal, Segment nötig. Aha, muss man sich wohl alles zusammensammeln. Ja, mit einem Premium-Konto, also Platinum-Konto, kommt man hier wohl noch irgendwie weiter, kann wohl irgendwelche Sachen verbessern. Ich schließe jetzt hier erstmal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ja ein Abo hinterlassen oder ihr lasst es einfach, ey. Das ist ja eure Entscheidung. Ich kann niemanden zwingen. Also, viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.